Du fragst dich, warum haben manche so ein Glück in der Liebe und finden so einfach einen Partner, während du vielleicht ja seit Monaten oder Jahren dich im Kreis drehst, entweder immer die falschen Männer anziehst, dich in die falschen verliebst, nur kurze Beziehungen hast, dich gar nicht verlieben kannst oder das klassische Problem hast, die du besonders toll findest, interessieren sich nicht für dich und die sich für dich interessieren, die findest du dann vielleicht einfach langweilig oder unattraktiv. Wie kann es denn sein, dass manche diese Probleme nicht haben, während du dieses Problem hast? Das werde ich dir jetzt erklären, denn es ist sehr wichtig, einmal dieses Thema ordentlich zu verstehen, damit du letztendlich natürlich auch verstehen kannst, was du in Zukunft tun kannst, damit es bei dir auch anders laufen kann. Ja, viele denken halt eben, dass es Glück wäre, dass man in eine glückliche Partnerschaft kommt oder einen tollen Mann kennenlernt. Immer wieder werde ich genau deswegen gefragt, wo finde ich denn den passenden Mann? Ganz viele denken, das wäre das zentrale Problem, die Frage nach dem passenden Ort. Und ja, ich habe halt als Expertin mit meinem Team, wir machen das seit Jahren, nichts anderes als Frauen in glückliche Partnerschaften führen, haben wir natürlich gemerkt, das ist nie das Problem. Der Ort ist immer nur das, was du denkst, was das Problem ist, aber eigentlich gibt es viel, viel wichtigere Dinge, die aufgeräumt werden sollten, damit man überhaupt in eine glückliche Partnerschaft kommen kann. Denn die meisten sabotieren sich ja schon, sehen gar nicht die guten Männer und dann können noch so viele um dich herumtummeln, wenn du sie natürlich nicht wahrnehmen kannst. Und dafür gibt es natürlich diverse unterschiedliche Gründe. Manche Frauen wissen gar nicht, dass sie in einem Beziehungsmuster gefallen sind und ja, vielleicht eben beispielsweise auch Bindungsangst haben. Ganz viele wissen gar nicht, was Bindungsangst ist, wobei das wirklich massiv wichtig ist zu verstehen. Denn in einer Bindungsangst ist man selber extrem ambivalent unterwegs. Man will eine Beziehung, man möchte auch daten, man geht auch daten, aber komischerweise ist nie jemand irgendwie gut genug, man hat immer nur Paar-Dates, man hat Probleme, sich irgendwie so richtig zu öffnen oder sich fallen zu lassen. Aber wenn es dann vielleicht mal einen Mann gibt, der so ein bisschen schwieriger erreichbar ist und nahbar ist oder vielleicht einfach, naja, ein Mensch ohne Zukunftsperspektive in Bezug auf eine Beziehung, der ist dann immer besonders interessant. Und das merken ganz wenige, dass sie davon betroffen sind. Und ja, wenn man das natürlich versteht, kann man daran arbeiten. Und wenn man daran arbeiten kann, kann man letztendlich auch endlich mal eine andere Partnerwahl für sich treffen und findet nicht immer wieder die gleichen komischen Gestalten attraktiv, wo es einfach keinen Sinn macht. Aber es gibt auch ganz andere Punkte, die wichtig sind, um in eine glückliche Partnerschaft zu kommen. Ganz viele Frauen denken ja, wie gesagt, es wäre purer Zufall und naja, man findet dann den passenden Mann und dann ist alles toll. Man müsste ja nur den Ort finden. Aber wie gesagt, dem ist nicht so, denn letztendlich liegen ganz andere Probleme dahinter, warum beispielsweise Männer sich teilweise vielleicht auch gegen dich entscheiden. Und da kommen wir jetzt zu einem anderen wichtigen Punkt, und zwar, wie du vielleicht auch kommunizieren kannst oder wie dein Mindset, deine Denkweise allgemein ist. Manche Frauen sind so negativ eingestellt und so pessimistisch, ja, dass sie wirklich extrem misstrauisch sind und das natürlich auch versuchen zu verstecken. Aber du kannst nicht auf Dauer verstecken, dass du so negativ denkst, der Mann wird es einfach checken. Und natürlich hat er dann irgendwann keine Lust mehr darauf, wenn er ständig merkt, dass du irgendwie ihm nicht vertrauen kannst. Und naja, zur Liebe gehört nun mal ein Vertrauensvorschuss dazu. Aber auch Fehlkommunikation ist einer der wichtigsten Gründe, warum Männer sich gegen dich entscheiden. Viele Frauen denken nämlich, sie könnten total gut kommunizieren, können sie aber gar nicht. Und da kommen wir zum springenden Punkt. Fehlendes Wissen über so elementar wichtige Themen lassen dich leider immer wieder ins Leere laufen, wohingegen andere Frauen bemerkt haben, dass sie hier und dort ein Problem haben, daran gearbeitet haben, an Stellschrauben gedreht haben und eben diese Probleme nicht mehr haben. Aber Männer brauchen Frauen, die klar kommunizieren können und manche Frauen können das eben nicht. Da werden halt einfach entweder gar keine Grenzen gesteckt, man wird alles tun, nur um zu gefallen, was dem Mann auf Dauer natürlich auch zu langweilig wird. Es kann aber auch sein, dass du immer ja davon ausgehst, der andere müsste wissen, was du dir wünschst und eben dir selber mit deinem Ego im Weg stehst, sodass der Mann immer alles aus deiner Nase rausziehen muss.
Ja, und du vielleicht auch einfach häufig Dinge interpretierst, anstatt dich zu trauen, Dinge zu fragen. Viele haben schon Angst, dem Mann Dinge zu fragen und fragen deswegen einfach gar nichts mehr. Und was passiert? Natürlich fangen sie an, dann eher zu interpretieren, was der Mann wohl denkt oder was er wohl meinen könnte oder was er wohl damit jetzt gesagt hat. Und was passiert? Sie werden teilweise total die falschen Schlüsse ziehen und können sich dadurch die ganze Dating-Phase einfach kaputt machen. Also wie du merkst, gibt es ganz viele Gründe, warum es in der Liebe nicht klappt, beziehungsweise warum du A, dich gar nicht verlieben kannst, immer an die Falschen gerätst, oder warum ein Mann sich letztendlich auch komplett gegen dich entscheidet. Und wenn man dieses Wissen nicht hat, wenn man nicht weiß, was muss ich eigentlich beachten, welches Fundament muss ich aufbauen, um in eine glückliche Partnerschaft überhaupt kommen zu können, was ist dafür notwendig, ja, wie willst du dann überhaupt in eine glückliche Partnerschaft kommen. Und du denkst jetzt, ja, andere müssen es ja auch nicht tun. Warum sollte ich es denn dann tun? Ich sage dir Folgendes. Einige, also die du jetzt im Kopf hast, die es ja angeblich nicht tun mussten, haben vielleicht auch gar nicht so glückliche Beziehungen, wie du denkst. Denn in ganz vielen Beziehungen kracht es ordentlich. Da wird sich gestritten, da sind Triggerpunkte, da sind offene Themen, da wird eben leider auch oft keine Lösung gefunden für Probleme. Es wird einfach teilweise dann runtergeschluckt, unterm Teppich gekehrt. Und was passiert? Die Beziehung hält nicht lange und geht nach ein paar Jahren komplett kaputt. Wenn man eine langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe führen möchte, kommt man nicht drum herum, sich um diese Themen zu kümmern. Und ja, wenn du dann halt eben auch denkst, okay, aber manche, die sind schon wirklich lange zusammen, das weiß ich, ja, dann kann es tatsächlich sein, dass die an sich gearbeitet haben. Natürlich, es kann aber auch sein, dass sie es vielleicht von zu Hause aus gelernt haben, wie man richtig kommuniziert, wie man mehr zu sich steht, wie man seine Bedürfnisse richtig äußert, aber auch, wie man Dinge vielleicht nicht so persönlich nimmt, wie man richtig kritisiert, aber auch, wie man Kritik annimmt und. Es gibt so viele Sachen, die man lernen muss, um in einer zwischenmenschlichen Beziehung wirklich gut zu funktionieren. Und ja, das Schöne ist, man kann es lernen. Durch Wissen, aber auch durch die richtigen Übungen, Methoden und Techniken haben wir beispielsweise im Coaching schon so vielen Frauen geholfen, in eine glückliche Partnerschaft zu kommen. Natürlich kannst du dich auch gerne mal bei uns melden, wenn wir deine Situation analysieren sollen in einem kostenlosen Beratungsgespräch. Wir können ganz genau schauen, wo sabotierst du dich in der Liebe selbst, warum klappt es bisher nicht und was braucht es, um in eine glückliche Partnerschaft zu kommen. Aber wie gesagt, ganz elementare Dinge sind erstmal ein gesundes Beziehungsfundament aufzubauen. Man sollte halt eben schon die Person sein, die man sein möchte, bevor man in eine Beziehung kommt, damit die Beziehung auch schön und harmonisch werden kann. Aber wenn du diese Probleme hast, wie irgendwelche unterschwelligen Muster, von denen du noch nichts kennst, irgendwelche fehlerhaften Verhaltensweisen, die nur dazu führen können, dass die Beziehung leider nicht lange hält, wie Eifersucht, unkontrollierte Gefühlsausbrüche, indem du vielleicht nicht kommunizieren kannst, Dinge zu persönlich nimmst und, gefährdest du einfach jede Datingphase, bevor sie überhaupt starten konnte. Ne? Oder es kann natürlich auch sein, dass du generell gar nicht weißt, wie funktioniert überhaupt Beziehung, worauf muss man da achten, wie schafft man es überhaupt, dass eine Partnerschaft stabil bleibt und lange hält. Ja, was ist dafür erforderlich? Kann sein, dass du das auch alles überhaupt gar nicht weißt. Und deswegen sage ich auch immer, Liebe ist kein Zufall. Man kann Liebe lernen und man muss halt einfach nur den Mut haben, einfach mal dahin zu schauen und sich diesem wichtigen Thema zu widmen. Denn wenn man es nicht lernt, wird man immer wieder leider hinfallen und immer wieder dasselbe erleben und keinen Weg rausfinden. Denn ja, ganz viele Frauen fühlen sich zu den falschen Männern hingezogen. Da kannst du natürlich auch einmal für dich kontrollieren, ob du auch dazu gehörst. Denn wenn du dich immer zu den falschen hingezogen fühlst, ist es an der Zeit, vor allen Dingen an tieferen Mustern zu arbeiten, damit du dich endlich mal in gute Männer verlieben kannst. Denn das eine Muster mit der Bindungsangst ist ein Muster von so vielen, die es im Bereich Liebe gibt. Und ja, natürlich kannst du auch von uns lernen, welche Muster es gibt, worauf du achten solltest für dich, aber auch, um eine gescheite Partnerwahl in der Zukunft zu treffen. Wie gesagt, lass dich gern von uns beraten. Melde dich einfach für die Beratung an. Auf der Webseite von uns kannst du dich für das kostenlose Beratungsgespräch eintragen und dann schauen wir, ob und wie wir dir helfen können, damit es in der Zukunft endlich klappt, damit auch du eine Erfolgsgeschichte hast, so wie die ganzen Frauen, die bei uns im Coaching waren. Danke fürs Zuschauen.